Frohe Ostern, liebe Gemeinde. Ich bin die Frau Aguse vom Afrikanischen Chor. Heute war es eigentlich geplant, dass wir hier zu mehreren singen und heute den Gottesdienst zusammen feiern. Aber naja, besser so als gar nicht. Ich wünsche allen frohe Ostern in diese schwierigen Zeiten. Das stimmt, dass wir alle sehr, sehr schwierige Zeiten durchmachen. Aber ich denke trotzdem, dass man das Ganze was Positives auch gewinnen kann. Und zwar ist die ganze Welt zurzeit betroffen, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Herkunft. Und ich finde, das ist auch eine Botschaft vielleicht, was Gott uns senden möchte, dass wir noch näher rücken sollen zueinander, egal welche Hautfarbe man hat, egal welche Herkunft, dass wir alle Kinder Gottes sind. In diese schwierigen Zeiten sind wir alle am Beten und ich denke, dass wir alle den gleichen Gott anbeten. Und ich denke, zu gegebenen Zeiten wird er uns auch aus dieser Situation helfen. Wir vermissen sie sehr als Gemeinde und hoffen, dass wir sehr bald wieder zusammen Gottesdienst feiern können. Ich bin selber Krankenschwester, möchte auf diesem Weg all die Kolleginnen, die gerade in Krankenhäusern arbeiten und in dieser schwierigen Zeit für die Patienten da sind. Ich kann mir gut vorstellen, was sie alles da schaffen müssen. Und ich bete um Gottes Gnade und Gottes Kraft für die alle, dass sie diese Zeit gesund überstehen. Frohe Ostern.